Ja, hallo liebe Freunde von OLAFM 95.1, eurem Urlaubsradio im Süden von Fuerteventura und in Zukunft auch im Norden von Fuerteventura. Mein Name ist Frank Schracke alias Frankie und diejenigen, die mich kennen, die wissen, normalerweise hört man mich im Maxi-Sound oder alle zwei Wochen im Schlagercafé bei OLAFM. Und heute bin ich mal wieder unterwegs und zeige euch ein paar schöne Punkte von Fuerteventura. Und wir sind heute hier in Tiscamanita, nämlich an einer dieser uralten Gofio-Mühlen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn eigentlich Gofio? Das habe ich noch nie gehört. Gofio ist im Grunde nichts anderes als das, was für uns Mitteleuropäer das Weizenmehl ist. Die Urkanarios, die haben früher das Gofio in verschiedenen Variationen hergestellt. Dazu gehört etwas Weizen, aber auch Hülsenfrüchte und andere kleine Getreidesorten, die dann geröstet werden und hier in diesen alten Mühlen gemahlen werden und zum Teil dann eben mit Olivenöl und kanarischen Zutaten zusammen gemischt werden, entweder zu mediterranen Gerichten oder aber auch in Brot gebacken werden etc. Das ist sozusagen ein uraltes kanarisches Lebensmittel, muss man schon sagen, was die Urkanarios mit in die heutige Zeit überliefert haben. Und da das Gofio-Mehl einfach vom Gehalt her wesentlich wertvoller ist als das normale Weizenmehl, wo ja im Grunde genommen gar nichts drin ist, hat sich die Bedeutung des Gofios bis heute extrem verstärkt und die Tendenz ist immer noch steigend. Also wenn ihr mal irgendwo herkommt, hier nach Fuerteventura, dann fahrt gerne mal nach Tiscamanita. Da gibt es hier diese kleine Gofio-Mühle, die ihr im Hintergrund seht, die kann man besichtigen für ein kleines Eintrittsgeld und kann sich das Gofio und die Herstellung, wie das früher gemacht worden ist, mal angucken. So, jetzt befinden wir uns mal hier im Inneren der Gofio-Mühle in einem Raum, wo man sehen kann, wie früher das Gofio von Hand hergestellt worden ist, also als man noch nicht die große Mühle verwendet hat. Hier rechts neben mir seht ihr einmal diese Pfanne, wo das Getreide drin geröstet worden ist von Hand. Und ein Stückchen weiter in diesem großen Mühlstein, da wurde dann das geröstete Getreide von Hand zu dem Gofio gemahlen. Das war natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man das automatisiert bzw. mit dem Wind von der Mühle dann in größeren Mengen gemacht hat. Aber für die kleineren Mengen war das zunächst mal die Art und Weise, wie die Urkanarios ihr Gofio hergestellt haben.
So, jetzt sind wir hier im Inneren der Mühle von Orla FM TV in der Gofio-Mühle hier in Tiscamanita. Und neben mir steht Eva. Eva spricht leider kein Deutsch, aber sie spricht Englisch. Und sie hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für uns heute mal ausnahmsweise live den Gofio direkt hier zu machen. Eva, it's very kind of you. Thank you very much to welcome to us. And I appreciate really that you do the Gofio right now live for the listeners of Orla FM and the Orla FM TV watchers. And I'm very great to be here. Thank you very much. Oh, you're welcome. That's fine. So we will watch you how to make it. And first you put the powder into a bowl. Also sie schüttet zuerst mal das Gofio-Pulver in eine Schüssel. Wichtig ist, dass die Zutaten zunächst mal trocken vermischt werden. Also es kommt dann der Zucker dazu. Das Ganze, wie gesagt, ohne Flüssigkeit. Das wird mit einem Löffel schön verrührt. Ein bisschen Salz dazu. I think that's the best salt from Fuerteventura, isn't it? It's the salt from Salinas del Carmen. Oh, from the Salina del Carmen. Das kommt natürlich auch hier aus Fuerteventura, echtes Meersalz. Eine kleine Prise Meersalz kommt mit in das Pulver hinein. Das Ganze wird mit dem Löffel schön umgerührt. Und jetzt kommt ein bisschen Olivenöl dazu. Now that's the olive oil. Guter Schuss. Sie braucht also keine Waage oder keine Messlöffel oder irgendetwas. Sie hat es einfach schon ganz genau im Blick, wie die Mengenverhältnisse dann sein müssen. Das Ganze wird richtig schön zu so einem kleinen klumpigen Brei gerührt. Vielleicht kannst du ruhig mit der Kamera ein bisschen näher kommen, dann können wir mal ein bisschen in den Topf reingucken. And then with vodka? No, it's water. You put vodka in it. Oh, that's for our Russian listeners. Das ist für unsere russischen Freunde ein bisschen Wodka dazu. Nein, es ist natürlich Wasser. No, it's okay. It's water, yeah? It's okay. So, das Ganze gibt jetzt so einen etwas schönen, klumpigen Brei. Was vorher mit dem Löffel verrührt wurde, muss dann zum Schluss mit der Hand richtig schön durchgeknetet werden. Da kommt man sich so ein bisschen vor, wie man früher im Sandkasten gespielt hat und die Burg gebaut hat. Das ist was für die Männer unter uns hier. Also, Männers, macht mal ordentlich Gofio, da könnt ihr zum Schluss richtig Hand anlegen. Und einen richtig schönen, runden Gofio-Klumpen formen. Und das Zeug, das schmeckt richtig lecker, kann ich euch sagen. Wir haben es hier schon probiert. Und das kann man dann einfach so pur essen. In kleine Stückchen schneiden und fertig ist das Gofio. Ruckzuck gemacht, solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Immer ein Ausflug wert, die Mühle hier in Tiscamanita. Perfect, Eva. I will try it. I will try it, what you've done for us here. Wonderful. Thank you. Wonderful. That's perfect. I appreciate it. Thank you very much. Thank you. Well, you speak a little German. Only danke schön. Gracias. Muchas gracias. So, ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Also wenn ihr hierher fahrt, nehmt euch auf jeden Fall eine Tüte Gofio mit. Das Ganze mit ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, Olivenöl und Wasser ist ruckzuck gemacht und schmeckt einfach nur lecker. Da sage ich doch nur guten Appetit. Ich wünsche euch viel Spaß, eine gute Erholung auf Fuerteventura und wenn ihr natürlich Lust habt, hört gerne Orla FM, euer fröhliches Urlaubsradio mit Hits und Informationen rund um die Kanarischen Inseln und Fuerteventura. Macht's gut, das war's, euer Frankie, bis dann, tschüss und bye bye.